Der Normaldruckhydrocephalus zeigt sich mit drei Hauptsymptomen: einmal einer Gangstörung, dann einer Blasenentleerungsstörung bis zur Inkontinenz und einer Gedächtnisstörung, die sich bis zur Demenz hin entwickelt. Heute sehen wir den Normaldruckhydrocephalus als eine Gefäßerkrankung oder eine Alterserkrankung. Das Herz pumpt das Blut in den Kopf und die Gefäße, die alt und starr werden, atherosklerotisch werden, können diesen Puls nicht mehr abfangen und in einen kontinuierlichen Fluss überführen. Und damit wird dieser Puls direkt an die kleinen Hirngefäße weitergeleitet und die hämmern auf das Gehirn. Darüber hinaus kommt es dazu, dass das Hirnwasser in den Hirnkammern nicht komprimierbar ist. Das bedeutet, das Gehirn liegt auf einem harten Untergrund und entsprechend ist der Hammereffekt stärker. Ähnlich wie wenn Sie mit einer Flasche auf einen Stein schlagen, der sofort kaputt geht. Man behandelt das, indem man das Hirnwasser ableitet. Man kann ja leider die Gefäße nicht wieder elastisch machen, aber dieser harte Untergrund unter dem Gehirn wird weich gemacht, dadurch, dass das Hirnwasser über ein Schlauchventilsystem in die Bauchhöhle abgeleitet wird. Und die Patienten erholen sich danach in aller Regel sehr gut. 90% haben eine wesentliche Besserung über mehrere Jahre.